Ich glaube, das geht sogar, wenn du die Angel hochwirfst und dann auf dich drauf klatscht, müsstest du rein theoretisch selber Schaden von der Angel bekommen. Also ja, Quatsch. Das wäre ja dann komplett. Da würde ich sagen, Minecraft. Was machst du? Little bit too realistic. Mein Englisch ist nicht. Wenn ich mir so eine Angel auf den Kopf klatschen lasse, dann tut das zwar weh, oder nehme ich ja keinen großartigen Schaden. Außer ich jage mir dabei irgendwie die Angelrute wirklich Kopf rein. Das halte ich allerdings für unwahrscheinlich. Bist du dir sicher? Ich kann mir das bei dir irgendwie gut vorstellen. Nein, das habe ich noch nicht bekommen. Doch nicht. Na komm schon. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Nicht? Fällt's dir nicht spannend? Naja, ich hab gehört, das soll ein bisschen weh tun. Das will ich jetzt mal ausprobieren, das teste ich jetzt aus. Ich werf gleich mal die Angel in die Luft und dann guck mal, was da passiert. Das will ich jetzt echt mal wissen. Diese Gruselmucke beim Fischen einfach. Ich fische gerade, gell, und dabei kommt einfach die ganze Zeit diese Musik hier. Voll übertrieben einfach nur. Doch, klingt doch nach entspannter Klassik. Klack und... Aha. Noch mal probieren. Okay, geht nicht. Ich wollte mir doch gerade selbst körperliche Schmerzen zufügen. Ich dachte, mich kann nach der Arbeit immer so ein bisschen meine masochistischen Triebe ausarbeiten. Jetzt ist das Schaf rosa geworden, weil es sich mit einem roten Schaf gepaart hat. Hört auf damit, ihr schwulen Schafe! Ihr geilen schwulen Schafe, ja. Was? Das ist weiß. Ja, auch. Ich brauche keine Rose. Jetzt habe ich noch zwei rosa Schafe. Shit. Ja, wie läuft das bei dir nicht, ne? Also ich habe ja nichts gegen rosa Schafe, aber momentan brauche ich einfach weiße. Deswegen ist rosa doof. Alter, bist du gegen schwul oder was? Ja, natürlich. Ich gehe immer in die Bahn und verkloppe die. Das mache ich immer so. Ich bin da ein absoluter Gegner von. Ich stelle mich dann in die Straßenbahn und ziehe die einfach raus da. Meinem muskulösen Überarm, die ich habe. GTA-Style. Ja. GTA-Style. Aus der Straßenbahn raus auf die Straße und in den Kopf reintreten oder so. Ich hoffe, jeder von meinen Zuschauern hat genug Grips, um zu raffen, dass das gerade ein Witz ist. Ansonsten habe ich, glaube ich, doch schlimmere Folgen mit meinen Let's Plays, als ich dachte. Na gut, wer rafft sowas nicht, also ganz ehrlich. Ich habe natürlich nichts gegen Schwule. Ich hatte sogar schon mal eine Begegnung mit einem, aber das war unschön. Also solange sie mir fernbleiben, habe ich nichts dagegen. Ja, das aber war unschön. Fernbleiben. Ich hab. Solange sie mich nicht gegen meinen Willen touchen. Zum Beispiel. Ja, da hatte ich schon mal eine unangenehme Erfahrung. Und das ist komisch, das würde man bei Frauen, würde man das halt gleich eher. Also je nachdem wie die halt aussehen, ne, aber. Ob die einem den Schönheitsvorstellungen entsprechen, die man so hat oder nicht. Wenn ja, würde man das ja wahrscheinlich bei einer Frau eher zulassen, ne? Ich weiß es jetzt nicht, wenn du jetzt eine Frau bist, die einen Kerl hat und dann dich eine andere Frau anfängt zu betatschen oder so. Ja, ich meine, also wenn man jetzt einen Partner hat, aber jetzt mal davon ausgegangen, man ist Single und da kommt einer an und fängt an, dich da anzufassen oder so. Ich würde ja nicht sagen, ey, pass mal auf hier. Ich weiß es nicht. Frauen haben es prinzipiell mehr, um an sich rumzuspielen. Vielleicht liegt es daran. kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist natürlich eine interessante Aussage, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Dann müsste ich mal eine fragen. Kennst du dich denn da aus, Ruven? Natürlich, ich bin total. Frag mal deine Schwester. Nein. Ey, du sag mal, wie wär's denn, was? Ah! Jetzt bin ich beim Angeln vom Balkon gefallen. Bam, 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 bam. Musst du deine Schwester fragen. Sag mal, wenn jetzt dich irgendwie so in der Stadt so Frau würdest. Ich glaube, die klatscht ein oder so.
Oder? Wie meinst du das? Ich glaube nicht. Die würde mich zwar komisch anschauen, aber... Meinst du, es ist schon gewohnt ist von dir oder wie? So komische Aussagen? Jetzt auch nicht sagen, aber... Es ist schon so, ne? Wir machen beide gerne mal Spaß, deswegen... Nee, aber ich glaube, so Frauen untereinander, wenn man sich das anschaut, ich glaube, also... Wir Männer wissen, wir kommen an, Handschlag, vielleicht nur Umarmung nochmal. Manchen Kulturländern oder in manchen Kulturbereichen, ne, klar, auch so Küsschen hier, Küsschen da, aber... Und Frauen kommen an und machen dann einfach so... So schlabbern. Ja, wirklich, die schlabbern sich eigentlich von oben bis unten einmal ab. Ich hab Nemo gefunden! Oh, wie süß! Was? Schlabbern sich einmal von oben bis unten ab und dann... Oh, hi, wie schön's... sehen und wir kommen an. Ich muss mir sowas in meinem Bild nicht vorstellen. Ich stelle mir gerade vor, wie sich zwei Frauen treffen und dann einfach so was komplett abschlappern gegenseitig. Oh nee. Das sähe sicher lustig aus. Jetzt muss ich mir dasselbe gerade bei Karl vorstellen und fühle mich angewidert. guck, das meine ich. Das ist so dieses... Ja, man fühlt sich dann, man muss sagen, man fühlt sich als Kerl an. Doch, wenn man so darüber nachdenkt, man denkt man erstmal. Ja, das ist. Obwohl ich. Ja. Gerade im Unterricht, das ist eigentlich ganz normal. Und, ich weiß nur warum. Obwohl ich persönlich natürlich. Ich hab nichts gegen die Leute, die schwul sind. Warum sollte ich auch? Ist ja denen ihre Sache. Aber man fühlt sich dann trotzdem erstmal, denkt man sich so, ungewohnt. Das ist, glaube ich, so dieses Ungewohnte, was einen dann so. Ja. Man kennt's nicht. Was war das denn jetzt so? Irgendwie was... Ja, vielleicht hängt das ja auch mit der Evolution zusammen, weil... Nehmen wir vor, früher hätte es nur Schwule gegeben, dann... Und ja, dann... fortgepflanzt, ne? Wie meinst du? Meinst du jetzt, weil wir zu viele sind, fangen jetzt Leute an, schwul zu werden, oder wie? Nö, aber... Natürliche Auslese. Boah, das liegt hart. Weißt du, jetzt stell dir mal vor... hätte es Schwule gegeben. Wir wären ja... Gab's bestimmt schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das früher noch nicht gab. Ich kann mir nur vorstellen, nee, maximal... Nicht, dass das geheim war. Kann ja keine Modeerscheinung sein, oder was weiß ich. Weißt du, so von wegen, oh, wir haben das 21. Jahrhundert, lass mal alle schwul werden. So glaube ich auch nicht. Ich denke schon, dass es früher gegeben hat. Es wurde bloß so geheim gehalten, dass es bis heute nicht ans Tageslicht kam, dass sowas existiert hat. Ja. Ich hätte auch. Weil ich glaube, im Mittelalter wärst du verbrannt worden für sowas. Sofort. Ja, das war ja... Wird ja heutzutage noch von einigen als völlig abnormal und widerwärtig und was weiß ich angesehen. Ja, liest du ja im Internet manchmal schon Beiträge, wenn du so siehst, so ja. Briefe an die Eltern, weil die Tochter eine falsche Richtung hat oder so. Ja. Ey, da kann ich mich auch manchmal in den Kopf und frage mich so, liebe Leute, wacht mal auf. Da hatte Kronk letztens auch so ein Let's Play, ich glaube Go Home oder so hieß das, wo es darum ging, dass ein Mädchen sich ausgegrenzt fühlte von der Welt, weil sie lesbisch geworden ist. Ja, es gibt leider immer noch viel zu viele, die da also eben nicht so reagieren, die halt sagen, ah okay, ich will's nicht, aber lass es machen, sondern es gibt halt eben ganz viele noch, leider, die halt sagen, oh Gott, schwul, lesbisch. Was ist denn hier los? Und ja, gar nicht mit können. Das Ganze dann halt wirklich so total verteufelt hinstellen, als wären das irgendwelche Unmenschen. Da finde ich, diese Leute sind doch nicht in der heutigen Zeit angekommen. Na, das ist glaube ich so dieses... Das ist glaube ich so das Menschsein, so. Weil normale Tiere, die... Ey, so eine übelste... Musik beim Fischerangeln ist auch super geil. Also früher, Tiere zum Beispiel, Tiere haben halt nur den einen Drang, sich fortzupflanzen, ne? Ist halt so. Ja, aber ich glaube, es gibt sogar, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es schwule Meerschweinchen gibt. Ich weiß, dass, ich glaube, Delfine tun auch zum Beispiel sich, Delfine haben auch zum Beispiel Spaß am Sex, das weiß ich. Also das, war das Delfine oder war das Affen? Einer von beiden hat genauso wie ein Mensch Spaß am Sex.
Affen könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich, ich glaube, es waren Delfine. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es waren Delfine. Na, aber der, ich meine, im Normalfall ist es ja so, Tiere pflanzen sich fort, um zu überleben. Um die Art da am Leben zu halten, weißt du wie? Ja. Aber Menschen sind halt über den Punkt hinaus und entwickeln halt dann wie zum Beispiel Spaß daran zu haben. Solche Dinge. Und da ist halt dann auch mal der Fall, dass einfach nur komplett neue Dinge, die wieder der Natur halt sind, sich bilden. Wie zum Beispiel halt Schwule. Bilden klingt doof, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und deswegen... ist der Schaf gerade hinter mir groß geworden. Und deswegen, andererseits ein anderer genialer, also genial nicht, aber ein anderer Gedanke wäre. Sag mal, man tut jetzt, man sagt ja, Schwule und Lesben sind ja okay, ne? Ist ja normal, mittlerweile schon. Ja. Aber rein theoretisch, jetzt nur mal angenommen, Schwule und Lesben sind okay, wäre es da nicht auch, falsch zu sagen, Inzest wäre falsch, wenn die das wollen? Es naja, Inzest ist ja nochmal was anderes. Also, weil gut, da könnte man sagen, das ist falsch, weil die Kinder dann eventuell Schäden davon tragen können, ne? Ja, ich sag mal so, letztendlich alles, was wir heutzutage finden, ist ja irgendwas, was ja von Menschen erschaffen wurde. Das sind ja menschliche Werte und Normen, die wir erschaffen haben. Naja. Hätte früher nicht irgendjemand gesagt, das ist total abnormal und sollte verboten werden, wenn Bruder und Schwester miteinander, dann wäre das halt auch vollkommen normal, weißt du? Ja, das Thema hatte ich auch bei Rising World letztens, da habe ich drauf angesprochen, wie das denn zum Beispiel mit der Geschichte der Brust ist, weil wenn damals nicht jemand gesagt hätte, ja, die Brust ist ein wichtiges Körperteil, das muss bedeckt werden, dann wäre das heute wahrscheinlich so, dass Frauen im Sommer oben ohne rumlaufen würden. Und das keinen so Sinn würde. Ja, also dieses Schamgefühl, das ist ja, oder auch so diese, sagen wir mal, dass man sagt, ja, du bist 18 und du bist gerade mal 15, was weiß ich, diese Altersgeschichten beim Verlieben und so, das war ja auch nicht immer da, ne? Also das hat sich ja auch irgendjemand dann mal gesagt, hier so und irgendwie. Da musst du jetzt aber wieder sehen, also da ist schon gut, sage ich mal, dass zumindest diese Grenze 18 Jahre... dass man da ja, aufpasst, weil natürlich... jetzt auch nicht gegen sagen. Aber ich meine nur... Na, meine Eltern waren ja auch 10 Jahre auseinander. Meine Mutter war 30 und mein Vater 40. Also so ist es ja nicht. Das ist das beste Beispiel für. Ja, ich meine, wenn man ab einem gewissen Alter interessiert das gar keinen mehr, aber jetzt stell ich mal meine Mutter, mit einer 8-Jährigen vor, also... Mein Vater war zu dem Zeitpunkt, wo sie sich kennengelernt haben, war der... 26, 27? Ja, das ist, ich sag mal so, bei den Weibern, die haben mit 16, hat dann schon einen Großteil wirklich klare Vorstellungen von irgendwas und kann meistens auch schon wirklich sagen, wenn sie was nicht will. Also wann sie abends ins Bett gehen müssen, das sind die klaren Vorstellungen, die sie haben. Nee, aber so allgemein, weißt du, aber hätte es da nicht eben gesagt, halt hier, wenn dieses ist passiert, ne? Ja. Wie es früher halt war, denn ja, da hast du schon recht. Früher gab es ja keinen, der das gesagt hat, da hat sich auch keine so interessiert. Da hat dann halt aber auch mal ein 60-Jähriger mit einem 8-Jährigen gepinnt. Also, das ist aber eklig. Ich sage, also, gut, früher war es nicht eklig, heute ist es eklig. Ja. Das finde ich halt. Also, es gibt viele Sachen, die wir praktisch heute eklig finden. Aber eben auch oder nur auf dem... Aus dem Grund, weil irgendjemand mal gesagt hat, das ist jetzt eklig. Ja, da hast du durchaus recht. So, kommt mal her, Hundis, es gibt was zu futtern. So, hier die Kleine noch mal ein bisschen was. So, hier. Ja, du auch noch. Ich habe das Gefühl, ich hoffe, es gibt nicht mehr den Bug, dass Hunde aufspringen und dir helfen wollen, wenn du angegriffen wirst, weil... Sonst haben wir hier bald so ein kleines Problem, wie es der Kronk damals hatte. Dass hier eine riesen Hundehorde uns hinterher springt. Wir haben jetzt mittlerweile schon 9 Hunde. Okay. Na gut. Und hier oben, wie sieht es mit den Schafen aus? Mal ganz kurz durchs Gebälk klotzen hier. Geht hier schon wieder? Oh ja, einige kann man schon wieder. Die sind ja richtig lebensbedürftig, die jungen Damen hier.
Wolle. Ihr merkt schon, es würde richtig rasant hier abgehen dann, wenn es einmal soweit ist. Also wir haben jetzt schon mega viele Tiere. Es sind schon wieder weiße Schafe entstanden. Lila Schafe entstanden. Eigentlich müsste ich es tolerieren und den Namen noch irgendwie so geben wie... keine Ahnung, Quietschi Boy oder so, irgend sowas. Und dann so als Paradebeispiel dafür, dass schwule Schafe auch akzeptiert werden. Ich habe Ideen, oder? Das ist Wahnsinn. Ja gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's dann sogar für heute schon. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir haben eine Menge erreicht. Wir können werden den Leuchtturm auf jeden Fall fertig bauen. Es wird ziemlich schnell sogar gehen, habe ich so das Gefühl. Wir haben jetzt schon wieder den unteren Sockel. Der nächste Sockel wird dann nicht so dolle. Ja, mal schauen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es war eine sehr, sehr interessante Demo heute dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!